Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit einem kleinen Reminder in eigener Sache, denn David Hein und ich betreiben seit knapp 4 Wochen den Podcast 2 wie Pech und Schwafel. Darin geht es um Serien, um Filme, um Anekdoten und vieles mehr. Und wer beispielsweise ein Format wie Kopfkino oder auch Tinseltalk auf Tinseltown mochte, kann doch gerne mal reinhören. Das Feedback nach den ersten 3 Episoden ist wirklich zahlreich und richtig, richtig toll. Und dennoch wollte ich gerne nochmal daran erinnern, wenn ihr also Lust habt, mal vorbeizuhören, dann tut das gerne. Die 4. Episode von 2 wie Pech und Schwafel wird heute im Laufe des Tages überall dort veröffentlicht, wo man Podcasts hören kann. Und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback. Das neue Spider-Man-Abenteuer erwartet uns ab dem 16. Dezember in den Kinos und nun hat es auch einen Titel. Zunächst hatten Hauptdarsteller Tom Holland sowie Zendaya und Jacob Batalon via Instagram 3 Fake-Titel in Umlauf gebracht. Bei allen war das Wort Home wie bisher auch zentraler Bestandteil und sie lauten Phone Home, Home Wrecker und Home Slice. Besonders Phone Home ließ viele an E.T. erinnern und schnell wurden online auch diverse andere Vorschläge von Fans aufgenommen, ganz besonders auch um das Wort Homeoffice. Lange hat es aber nicht gedauert, bis gestern auch noch der finale und richtige Titel veröffentlicht wurde und dieser wird lauten Spider-Man No Way Home. Ob das eine Anspielung darauf ist, dass nach Teil 2 die wahre Identität von Spider-Man alias Peter Parker enthüllt wurde und er nun nicht mehr nach Hause kann oder sich der Titel direkt auf das wahrscheinlich bevorstehende Multiverse bezieht, bleibt dabei noch offen und bietet Fans genug Raum für Spekulationen. Wie findet ihr den Titel Spider-Man No Way Home? Bei Disney Plus erscheint aktuell jeden Freitag eine neue Episode der Marvel Cinematic Universe Serie WandaVision, die am 5. März ihr Staffelfinale haben wird. Gleich 2 Wochen später geht es in der Heldenwelt mit The Falcon and the Winter Soldier weiter, die wiederum am 23. April ihr Staffelfinale erreicht und nun ist auch der Starttermin der eigenen Loki-Serie mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle bekannt gegeben worden und man wird 1,5 Monate Heldenpause bei Marvel verkraften müssen, denn Loki startet ab dem 11. Juni. Das exklusive Auswertungsfenster für Kinos wird durch die Pandemie immer weiter zusammengeschrumpft. Dass Warner Kinostarts und Streaming-Premieren in diesem Jahr zusammengelegt hat, war dahingehend eine große Nachricht. Den Anfang machte in dieser Diskussion im vergangenen Jahr wiederum Universal Pictures, als sie Trolls World Tour direkt per VOD angeboten haben, statt ins Kino zu bringen. Und nun hat Paramount bei einem Investorentag verkündet, dass sie Mission Impossible 7 und The Quiet Place 2 45 Tage nach Kinostart bei ihrem hauseigenen Streamingdienst anbieten werden. Ein flexibles Kinofenster macht sicherlich Sinn, damit Filme, die im Kino nicht erfolgreich laufen, keine unnötige Wartezeit haben, um anderweitig ihr Publikum zu finden. Was ist denn eure Meinung zu diesem doch relativ komplexen Thema? Zack Snyder persönlich hat in der vergangenen Woche verkündet den Fans weltweit, wann sie denn den Snyder Cut der Justice League sehen können. Bis auf China, Japan und Frankreich wird das ab dem 18. März ermöglicht. Über welche Plattform kann jedoch je nach Land variieren, daher können sich die DC-Fans definitiv den 18. März markieren. Welche Plattform es wird, ist aber noch nicht sicher. Ich tippe hierzulande ehrlich gesagt auf Sky. Und hier noch einige Kurzfilm-News im Überblick. Deadpool 3 soll laut Marvel Studios Boss Kevin Feige vorerst der einzige neue R-Rated-Film im Marvel Cinematic Universe werden. Das dürfte für Blade-Fans etwas ernüchternd sein, denn ein Vampir, bei dem es relativ unblutig zugeht, fühlt sich irgendwie unvampirisch an. Es kommt Schwung in die bereits 2015 angekündigte DC-Verfilmung zum Helden Blue Beetle. Der Regieposten ist mit Angel Manuel Soto besetzt und man orientiert sich an der Vorlage der Figur, die seit 2006 Teil des DC-Universums ist. Und beenden wir diese kurze Folge Filmnews mit der Info, dass Killers Bodyguard 2 noch dieses Jahr in die Kinos kommen soll und kein geringerer als Antonio Banderas den Bösewicht geben wird. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Filmnews. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.